Während die deutsche Presse über den russischen Angriff auf andere Staaten fantasiert, sind die Erfolge im Wirtschaftsbereich wohl viel interessanter als Hirngespinste. Russland hat wirtschaftliche Ergebnisse des Jahres 2021 zusammengefasst und es stellte sich heraus, dass die Lieferungen von Landmaschinen nach Deutschland im finanziellen Sinne um das Sechsfache gestiegen sind. Lassen Sie uns erklären, wie das zustande gekommen ist. Die Landtechnik erlebt beispiellosen Boom in Russland. 2021 wurde ein neuer Exportrekord von 250 Millionen Euro erzielt. Es sind 39% mehr als im Vorjahr. Die Produktion und die Exporte in Russland tendieren seit 2018 stetig aufwärts. Auch im Geschäftsjahr 2020 waren die Lieferungen nach Deutschland rekordverdächtig. Damals haben sie sich verfünffacht. Die Nachfrage steigt aber nicht nur in Deutschland. Die Exporte nach Serbien haben sich fast vervierfacht, nach Polen fast verdreifacht und in die Slowakei verdoppelt. Die Verkäufe nach Frankreich, Ungarn und anderen Ländern sind um Dutzende von Prozent angestiegen. Ende letzten Jahres kamen die russischen Kirovets-Traktoren der Marke K74-4P4 auf den australischen Markt. Da Australien keine eigenen Traktoren produziert, wird der Markt von amerikanischen Marken beherrscht. Sie sind aber doppelt so teuer wie ihr russischer Konkurrent und gar nicht so einfach in der Wartung. Wie erklärt sich also dieser Erfolg? Zuallererst sind es westliche Sanktionen, denen man danken soll. Nach den verhängten Sanktionen hat Russland damit begonnen, die Produktion von ausländischen Komponenten auf seinem Staatsgebiet zu lokalisieren. Die Außengrenzen sind geschlossen, die Hersteller leiden weltweit unter Quarantäne. Aber die russischen Werke stellen ihre Arbeit nicht ein. Wenn die westlichen Großproduzenten von den Verboten ihrer Regierungen abhängen und Ersatzteile sowie Komponenten für Russland nicht verkaufen dürfen, dann beginnt die russische Produktion in eigener Regie zu drehen. Führt noch eine Hysterie über einen bevorstehenden Krieg dazu, dass sich der Rubel zum Dollar bzw. Euro abschwächt, dann sehen russische Produkte in preislicher Hinsicht noch attraktiver aus. Eine wichtige Rolle spielt die besondere staatliche Unterstützung für russische Hersteller. Der Staat subventioniert sowohl Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten als auch den Gütertransport. Die Behörden helfen bei der Suche nach Käufern im Ausland. Wenn 250 Millionen Euro pro Jahr auch keine überwältigende Summe ist, wird der Trend nicht aufzuhalten sein. Rostelmesh, der größte russische Mähdrescherhersteller, hat vor kurzem mit dem Bau eines neuen großen Werks begonnen. In diesem Jahr plant es den Bau noch eines Werks. Das Unternehmen wird nicht nur Landmaschinen, sondern auch Ausrüstungen für kommunale Dienstleistungen herstellen. Wir möchten nicht banalisieren, aber es steht fest, dass Russen sich bei den USA und der EU für die neuen Sanktionen nur bedanken können, wenn Sanktionen für neue Arbeitsplätze in Russland sorgen.